Gut, wie gesagt, dann erstmal noch ein bisschen grinden. Ja, ja, ich bin's. Ich brauche irgendwas mit ordentlich Eiswiderstand. Ausrüstungsfähigkeiten, ja, das bringt mir nichts. Ich könnte die Buggy-Rüstung tragen. Die müsste ich dann aber noch verbessern, definitiv. Rüstung verbessern, Buggy. Wo ist der Buggy? Da. Ja, möchte ich ausrüsten, so. Da kriegt ihr auf Höchstwert, auch sehr schön. So, das haben alles die gleichen Werte, also erstmal die Handschuhe aufrüsten. So, jetzt haben wir da 20 Verteidigung. Hier haben wir nur 18 drauf. Wartet mal kurz. Ja, so sollte es ein bisschen besser sein. Gut. Dann können wir damit eigentlich an den Barriot ran. Muss ich nur schnell die... Ja, ja, gleich. Schnell noch die Ausrüstung anziehen. Dann kann ich auf jeden Fall den Barriot schon mal jagen. Ich kann zumindest versuchen, den Barriot zu jagen. Aber wie gesagt, den habe ich damals... Ich habe ihn noch nie besiegt damals. Da. Dann holen wir uns mal die Aufgabe. Aufquests, die hier müssen wir auch noch irgendwann zu Ende machen. Bitterer Frost. Eine Mahlzeit esse, mit Geld bezahlen das Übliche. Zack, rein. Ja, jetzt gibt es erstmal lecker was zu essen. Sehr schön. Und los. Oh Gott. Jetzt kommen wirklich langsam die schwereren Quests. Aber wie gesagt, der Barriot ist schon mal eine ganze Ecke schwieriger. Domain.
And the price will be steep. Don't fall for the charm of its shining white gown. For it will tear you up before taking you down. Blutfrostiger Fänge, der Bariot. Oh Gott, die sind ja schon gleich hier vorne. Dort, komm. Na, mal gucken, vielleicht können wir uns den Buggy dann auch noch holen und den Kesu. Aber erstmal wollen wir den Bariot vorschwächen und gucken, wie es da läuft. Hui. Und wenn das dann gut läuft und er abhaut, geschwächt natürlich, da ist er schon. Hey Bariot! Gott, der ist größer, als ich in Erinnerung habe. Aua. Nein! Ich laufe ihm auch direkt rein, ne? Her mit den Zähnchen. Nicht mit der Kralle, ich will die Zähnchen haben. Oh, hier gleich mal. Ui, ui, ui. Gleich mal hochheilen. Ich rolle ihm auch genau in den Schlag rein, ne? Ja, wieso ist meine Kameraführung jetzt anders? Mann, ich will die... Aua! Die Zähne abhauen. Uiuiui. Grüß dich mal. Ja genau, stell dich vor die Vitalwespe. Ohohoho. So, ich werde erstmal darauf konzentrieren, ihn zu schwächen, bevor ich hier komplett auf die Zähne heraufgehe. Alter, ich habe die Waffe nun schon auf dem Maximum für die Rüstung. Gut, er ist vergiftet. Das ist schon mal sehr viel wert. Gehen wir mal zur volle Mochte über. Super. Ist auch noch sauer. Wow! Darauf war ich nicht gefasst. Hä? Wie hat er mich denn... Oh, leck mich doch, Alter. Brace yourself.
Schnell mal heile, heile Gänschen. Oder jetzt ab? Ja. Puh. Na gut, dann machen wir jetzt die Waffe wieder. Fit. Lord, komm, wir gehen. Kann ich hier nochmal untersuchen? Ja, oh, die findet sogar wieder was. Hierher, Barry, Barry, Barry. Gut, wir schlagen erstmal ein bisschen in die Luft. Alter, der ist zu groß für manche Angriffe. Aue! Nein, falsche Taste. Falsche Richtung. Bin wieder da, Barry. Aua! Ich geh wieder, Barry. Meine Seilkäfer wollen auch nicht so ganz. Oh Gott, ey. So, komm, wir gehen. Wo ist er hin? Nach da vorne rüber. Der Kesu ist auch auf dem Weg dahin. Hallo? Mann, kann ich ihm jetzt mal die Zähne abhauen? Das ist wichtig. Wenn ich den nicht mal besiegt kriege, wie soll ich dann gegen eine Ratian kämpfen? Sehr gut, die Zähne sind weg. Ja, jetzt siehst du nicht mehr so stark aus, ne? Oh shit, die Vitalwespe wollte ich noch gar nicht treffen. Alter, drehst du jetzt hier durch oder was? Mal hier Heilung, Heilung. Das war's schon mal mit meinem Erste-Hilfe-Set. Aber ich habe noch Tränke da. Sehr gut, danke, Nami. Ja, der ist bei Weitem noch nicht angeschlagen genug. Megatrick habe ich auch noch zwei.
Okay, wie gesagt, der Barriott ist schon eine ganz andere Hausnummer. Na, holt mal wieder ab. Nehmen wir noch einen Trank rein. Einen Trank rein, habe ich gesagt. Wartet mal ganz kurz. Ich probiere mal kurz noch eine Sache. Doch, so ist, glaube ich, vom Licht her besser. Oh Gott, der Barriott und der Kesu sind jetzt beide am Start. Sollen die sich mal untereinander ein bisschen prügeln? Wo ist denn der Kesu? Ach, der hat sich schon wieder verzogen. Hierher! Ja, schrei halt hier rum. Aua! Kann er jetzt mal umfallen? Natürlich trifft er mich dann auch. Oh! Merkt man eigentlich, dass ich sein Moveset noch nicht ganz hundertprozentig beschaut habe? Der bewegt sich so komisch, ne? Nur auf hier rumzubrüllen, ich muss ja noch in den Heilungsbereich. Alter. Und zwar hier Statuswerte wegmachen. Der ist echt heftig, Alter. Da das Ausweichen nicht ganz so funktioniert. Gut, ich habe... Oh, man. I'm not Nee, das ist schon wieder zu hell. Da. Let's go. Whetstone time. Das ist wirklich eine ganz schwere Nuss noch. So ein Dings wäre vielleicht cool, wenn er sich mit jemand anderem boxen würde. Voll auf den Pepe draufgesprungen. Aber irgendwie legt sich mit dem keiner an. Hier ist noch Krusi-Tsuchi-Material. Liegt der da einfach so?
Da. Wir reiten den Barriott. Lol, was war das denn? Jetzt aber. Hey, was ist so? Halt mal hin, du! Den Flügel machen wir ja auch noch kaputt. Sehr schön. Jetzt können wir mal richtig drauf schnetzeln. Den Buben. Und dann schreit er uns wieder an und dadurch können wir nichts machen. Ja, er ist schon schwach. Dann könnte ich mir ja die anderen beiden Monster vielleicht doch noch holen. Nein, 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 nein. Kannst du noch mal weglaufen, bitte? Ne? Alter, jetzt rede ich hier richtig frei. Schade, eben dachte ich kurzzeitig, dass er abhaut. Lauf doch einfach mal weg, Barriott. Dass ich mir die anderen beiden Monster noch holen kann. Jetzt haut er ab. Sehr gut. Tun wir mal hier noch den Schweif von ihm. So, der Käse ist in der 10. Dann gehen wir doch erstmal in die 10. Dankeschön. Nochmal einen kleinen Boost geholt. Ja, das bringt gegen mich nichts, Alter. Da gibt er das auch schon, das heißt, er kriegt kontinuierlich 10 Schaden. Oh! Mach mal das hässliche Maul weg da!
So. Oh shit, das habe ich zu spät gesehen. Du hältst den Kusch. Aua! Hör drüber nach, gehört, dass sowas vielleicht ein bisschen wehtut. Aber wir tanzen eine Runde. Das wollte ich eigentlich nicht, aber Wettsteine sind ja unbegrenzt. Hinterher! Warum ist denn der Barriott jetzt beim Kesu? Los, drauf auf den Barriott! Und einen berittenen Rächer drauf. Sehr gut, der haut wieder ab. Können wir uns dem Kesu weiter zuwenden. Ach, er will in seine Höhle. Ja, okay. Gehen wir mal hinterher. Ja, wenn ich hier drei Monster zum Preis von einem mitnehmen kann, dann bin ich schon mal glücklich. Bin ich jetzt auch noch falsch gelaufen, ich Depp. Und ich schaff's von hier auch nirgendwo in die... Obwohl, wartet mal. Das war wieder schön blöd. Ja. Let's get cooking. So, tasty. Looks great. So, rein damit. Jetzt haben wir den Weg da nämlich hoch. Will ich auch noch abbauen. Aber kommen hier trotzdem nicht weiter. Klar, wie sollen wir auch in eine Höhle reinkommen? Manchmal. Ne? Und so. Hui! Warum habe ich den jetzt nicht mitgenommen? Was war das jetzt für ein Geräusch? Hey Kesu! Komm mal her, du!
Ja, du bist ein großes, hässliches Monster. Schrei hier doch nicht so rum, Mensch, verdammte Scheiße. Sein Ernst jetzt? Dreht er jetzt hier durch oder was? Komm mal wieder runter da. So gefällt's mir da oben nicht. Komm runter. Hallo. Dankeschön. Da habe ich kurz nicht aufgepasst. Boah, was ist denn heute hier los, Alter? Oh, du mit deinem ekelhaften Schlangenhals-Dingsbums-Star. Setz mal was auf deinen hässlichen Kopf drauf. Was liegt da? Esomaterial. Looks like there's something here. Sehr viel helles Extrakt, ich brauche aber einen Strombeutel von ihm. Da war dieses komische Geräusch schon wieder. Dankeschön, noch ein bisschen Ausdauer hoch. Hallo Kesu! Wieso soll ich ihn jetzt reiten wollen? Sollte das Monster, das du reitest, gegen Hindernisse, was ihm schweren Schaden zufügt oder stürzen lässt. Achte darauf, dass du auf Hindernisse oder Wände zielst, wenn du das Monster schleuderst, um maximalen Schaden zu verursachen. Nachdem du ein Monster gegen eine Wand oder ein Hindernis geschleudert hast, drücke B, um deine Balance zu finden. Verbrauch deinen Seilkäferbalken. Nutze diesen Zustand zur rechten Zeit erneut. Nutze diesen Zustand zur rechten Zeit erneut Monster reiten. Wenn Monster schleudern, wird das Monster wiederholt übel zugerichtet. Amazing, amazing. Oh, volles Wuchte drauf. Ey, nicht beißen. So, komm mal her. Alter, dass sie damit immer meine Angriffe unterbrechen, ne? Du bist zu langsam, Alter.
Das macht er gleich doppelt. Du mit deinem ekelhaften Glipscherhals. Komm her jetzt, Feierabend langsam. Er schreit ja auch rum, als wäre er hier zu Hause, ne? Oh. Ach, er ist tot. Ja, moin. Das machen wir das Rollo doch wieder ganz runter. Ne? Ich bin hier irgendwie. Total überbeleuchtet. So, jetzt machen wir noch schnell den Barriott weg. Ich habe absolut keine Heilungsitems mehr. Servus! Dass sie immer rumschreien, das finde ich unfair. Hä? Dann kämpfen die da ein bisschen gegeneinander. Dann kann ich ja den Jagras, den Itsuchi, genau, Itsuchi hieß das Vieh, nutzen, um ihn ein bisschen zu schwächen. Na komm schon! Unten brennt ein Rächer drauf. Nein! Loot, loot, loot! Oh Gott, Nami, könntest du mal Heilung platzieren? It's getting weaker. Wo will er jetzt hin? Hallo, ich war noch nicht fertig mit dir. Ja gut, die Fische heilen hier zumindest ein bisschen. Und vorne glitzert doch noch was. So ein helles Extrakt. Ey, ich bin irgendwie mit der Beleuchtung heute unzufrieden.
Nee, die Zucchi versuchen wir jetzt nicht. Oh, falsche Richtung. Aber ich weiß schon gleich, wie wir das machen. Genug gepennt, hier wird aufgestanden. Geht doch. Auf dem Panzer. Den Honig nehmen wir uns mal mit. Alles mitnehmen, was geht. Was willst du denn hier? Genau, und zisch mal lieber wieder ab, du. Was erfüllt?